Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von uns. Ja, ich dachte, ich nehme euch jetzt nochmal den Tag vor der Taufe mit. Ja, ich bin gerade alleine. Ich dachte, ich schmeiße einfach mit euch so ein bisschen den Haushalt und kümmere mich so ein bisschen um die Motte. Ja, ich habe jetzt gerade schon die Geschirrspülmaschine ausgeräumt und jetzt habe ich gerade mein Frühstück gemacht. Jetzt werde ich erstmal frühstücken und dann geht es hier hinter mir an das Chaos der Küche. Ich habe ja auch gerade schon gesaugt in der Küche. Gleich werde ich nochmal feudeln und dann denke ich, wird die kleine Mutter auch schlafen. Dann muss ich noch Wäsche aufhängen, Wäsche waschen. Also es ist einfach einiges an Haushalt hier gerade zu tun. Genau. Und das wollte ich jetzt alles schaffen, bevor meine Eltern wiederkommen. Und deswegen mache ich das jetzt. Nehme es jetzt in Angriff, hier einmal alles klar Schiff zu machen. Habe auch gerade total Lust. Irgendwie manche Tage habe ich einfach so extrem Lust, Gesundheit, mein Schatz, den Haushalt zu machen. Und heute ist so ein Tag. Deswegen mache ich heute mal richtig viel. Ne? Mein Schatz? Ja. Die kleine Mutter ist auch ganz brav heute. Ganz gut geschlafen. Ja, ne? Ganz gut geschlafen, mein Schatz. Jetzt sind wir hier neben Nomi. Barfuß, ne? Ist zwar nicht mehr so warm hier bei uns, aber. Baby. Aber ist trotzdem noch warm, ne, mein Schatz? Ja, trotzdem noch warm. Ja, das Wetter sieht sehr gut aus. Zwar ein paar Wölkchen da, aber das geht schon. Ich habe erstmal das Gröbste fertig und das da taut gerade auf. Also falls ihr euch fragt, warum das hier steht, das sind Sachen, die waren eingefroren, die tauen hier gerade auf, deswegen stehen sie hier. Genau, ja, ich werde jetzt die Kleine zum Schlafen bringen, die reibt sich mich die ganze Zeit die Augen und danach werde ich mich an die Wäsche machen und danach wird hier gefoilt. So, erstmal der Ablauf. Wird nämlich auch ganz knatschig schon, ne? Mit dieser Haie machen, mein Schatz. Ja, das ist jetzt ihre Zeit auf jeden Fall. Reibt sich schon die ganze Zeit die Äuglein. Das heißt, jetzt wird erstmal geheiert, ne? Ja. Die Galle. Er ist auch da. Meine Schwester hat ihm schon wieder ein Halstuch umgebunden. So, ist besser, ne? Besser. So, gehen wir jetzt schlafen? Gehen wir jetzt schlafen? Gehen wir jetzt schlafen? Du immer hier. Gehen wir jetzt schlafen? Haie machen, Haie machen.
Bettwäsche ist aufgehängt. Die Kleine schläft jetzt im Kinderwagen draußen. Die ist eingeschlafen beim Wäsche aufhängen. Beziehungsweise musste ich sie die ganze Zeit schaukeln. Aber die war so müde. Ja, jetzt habe ich Wäsche aufgehängt, Wäsche angemacht. Eine Maschine habt ihr gesehen. Und jetzt wird es hier ans Heulen gehen in der Küche. Dazu hole ich jetzt einmal kurz den Feudel und dann feudle ich hier kurz. Und dann geht's ans Wohnzimmer und dann habe ich es geschafft. Ja, ich bin sehr zufrieden mit mir heute. Ja, läuft sehr gut, genauso wie ich es wollte. Jetzt bin ich echt K.O. Ja, ich habe jetzt Wohnzimmer und Bad noch gemacht. Und auch hier den großen Flur hier in der Mitte. Einmal gefeudelt. Und jetzt muss ich erstmal was trinken, ey. Puh. Die Kleine schläft noch draußen. Und die Hunde sind auch die ganze Zeit draußen. Die Tür ist auf, damit ich die Kleine auch höre. Und ja, jetzt ist alles gemacht, was ich machen wollte, außer dass ich gleich im Wohnzimmer noch so ein bisschen aufräumen könnte. Ja, das mache ich gleich noch, wenn der Boden trocken ist. Ja, und das habe ich echt alles gemacht. Ich werde jetzt aber, während der Boden trocknet, direkt hoch in mein Zimmer gehen und da weitermachen. Damit ich das direkt habe, solange die Kleine schläft, muss ich es natürlich ausnutzen. Ja, und wenn da noch Zeit ist, setze ich mich an meine geliebte Nähmaschine. Da wartet nämlich noch einiges, was vernäht werden möchte. Und genau, zugeschnitten und fast fertig genäht. Da kribbelt es in den Fingern, das fertig zu machen. Das sind nämlich schon drei Schmuckstücke, die ich genäht habe. Dieser hier ist für eine Messe, auf die ich bald gehe. Dort verkaufe ich den. Er ist richtig schön geworden. Ich habe mich hier für einen blauen Knopf entschieden. Und dann habe ich diesen hier gestern fertig gemacht. Da fehlt nur noch das Bündchen. Das habe ich gestern jetzt nochmal rangemacht und den finde ich auch so schön. Und dann noch diesen hier, da finde ich das Bündchen richtig schön. Das ist so ein Feinstrick. Gefällt mir richtig gut. Allgemein auch der Stoff ist so süß. Das war so ein Stoffrest. Ich hätte noch so ein ganz kleines Stück übrig. Und genau, habe hinten den so grün gemacht. Und auch hier das Bündchen grün. Knöpfe grün. Ja, finde ich sehr schön. Leute, schaut mal, wie leer es hier ist. Ja, ich stehe eigentlich nur auf der Wickeltisch. Ich habe da hinten alles leer geräumt. Ja, die Tapete sieht aus, ne? Also Klebetapete empfehle ich euch nicht. Klebt nämlich nicht, wie ihr seht. Also nicht gut. Ja, da unten habe ich noch gar nicht abgeschnitten damals. Aber ja, wir ziehen jetzt sowieso aus. Ich habe hier die Bilder von der Wand genommen. Da hinten ist noch ein bisschen Müll. Muss ich den mal wegräumen. Ja, alles weggeräumt. Der Stubenwagen steht jetzt nämlich hier. Und hier sind alle Sachen drin, die Babysachen behalten wir. Und der Stubenwagen geht jetzt eben so mit in die neue Wohnung. Hier sind auch ihre ganzen Dekosachen noch drin. Ihr Türschild hier. Und das. Und das geht dann so mit in die neue Wohnung. Und deswegen steht er hier eben nicht mehr. Habe ich schon alles abgebaut. Das hier sind meine ganzen Fotosachen. Kann ich aber nochmal zusammenräumen. Hier hinstellen. So, das stand hier nämlich immer. Ja, und jetzt habe ich hier noch ein Häufchen Wäsche. Die hier haben wir von meiner guten Freundin geschenkt bekommen. Die ist so goldig, oder? So schön. Die hat Lia das jetzt immer das erste Mal gesehen und dann hat sie uns die geschenkt. Die ist so schön. Da weiter war ein Bündchen. Genau, die kommt jetzt auch direkt hier in unsere Schublade für die 80er-Sachen. Ist nämlich schon hier. Da haben wir nämlich hier auch noch diese Hose hier. Und da kommt das direkt hier rein. Die hier ist noch 74, die ist auch so goldig. Ich freue mich so, wenn die Kleine da reinpasst. Ich glaube, die müssen wir langsam mal anziehen. Ich glaube, die passt nämlich schon. Nicht, dass wir die nicht anziehen. Die ist so goldig, oder? Auch so ein Teil, was wir auf jeden Fall behalten werden fürs zweite Kind. Weil es war nagelneu. Oder ist nagelneu noch? Ja, das kann ich direkt mal rausdauern lassen für die Wäsche. Auch diese Bodies hier. Unbedingt nochmal das Schild da machen und dann auch nochmal in die Wäsche schmeißen. Ja, aber hier habe ich schon 74 einsortiert.
alles 74er. Und hier sitzt der Rest 68. Und ja, hier schon 74, auch die ganzen Hosen und so. Und hier habe ich eben schon Größe 80, auch Bodies in Größe 80 habe ich hier. Strumpfhosen in 74, 80. Noch ein paar große Latz und ein paar große Mützen habe ich hier auch noch. Die hier passt auch noch nicht. Kann ich eigentlich, die kann hier bei den 74er bleiben. Genau. Ja, und hier habe ich jetzt mal ein bisschen Wäsche, die ich noch wegsortieren kann. Nummer 2, was Wäsche aufhängen angeht. Ich habe gerade die eine Wäsche abgenommen, wie ihr seht. Und jetzt hänge ich diese Sachen auf, die ich vorhin gewaschen habe. Und die kleine habe ich gerade im Tuch, denn ja, sie möchte nicht schlafen, aber ist hundemüde, so wie vorhin. Ich weiß nicht, was sie heute hat. Und dementsprechend habe ich sie jetzt hier im Tuch. Mir rutscht die ganze Zeit hier mein Bügel runter, weil ich hier schon wieder total offen unterwegs bin. Und das hier ist eigentlich so schon besser. Ja, hier auch. Beim Wäscheaufhängen geht es immer wieder nach oben. Ja, das ist auf jeden Fall unser neues Tuch auch. Ich liebe das. Das ist so schön, die im Tuch zu haben. Und sie findet das auch ganz toll. Ne, schaut jetzt die ganze Zeit rum. Und vielleicht schläft sie ja gleich ein. Das machen wir erstmal ganz schön weiter. Denn die Wäsche, ja, muss ja noch trocknen.